In Polen haben am Dienstag vor dem Parlament in Warschau hunderte Demonstranten für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts protestiert. Auf Plakaten waren Rücktrittsforderungen an Politiker zu lesen, die sich gegen eine entsprechende Gesetzesänderung ausgesprochen hatten. Das polnische Unterhaus hatte am 12. Juli einen Gesetzesentwurf abgelehnt, der die Abschaffung von Strafen für Personen vorsah, die jemandem zu einer Abtreibung verhelfen. Der Gesetzesentwurf wurde von fast der Hälfte der Abgeordneten der christdemokratischen Partei Dritter Weg, die Teil der Regierung ist, sowie von Mitgliedern der Oppositionsparteien Recht und Gerechtigkeit und Konföderation abgelehnt. Die Koalition vom 15. Oktober hat uns legale, freie und sichere Abtreibung versprochen. Tusk sagte, das sei alles innerhalb von 100 Tagen umsetzbar. Seither ist eine Menge Zeit vergangen und die letzte Abstimmung im Parlament, bei der ich anwesend war, hat gezeigt, dass sich in der Realität gar nichts geändert hat. Die Frauen fühlen sich etwas betrogen. Ich weiß, es gibt viele andere Themen, die wichtiger sind, aber sie fühlen sich hintergangen. Die Gesetzesänderungen sollten schneller kommen. Seit der Machtübernahme von Ministerpräsident Donald Tusk und seiner Regierungskoalition im Dezember letztes Jahr hatte es bereits eine Liberalisierung im Abtreibungsrecht gegeben, das unter der vorherigen nationalistischen PiS-Regierung zu einem der restriktivsten in Europa zählte.